Hey ho, hier ist der Zello, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Diesmal das erste Mal mit einer Facecam. Ja, Amazon macht's möglich. Die Black Friday Sales haben mir eine nette kleine Kamera geschickt. Und ja, die werden wir jetzt in Zukunft für meine Videos benutzen. Hier ist ein Techniker unterwegs, da auch und da auch. Sehr fein, so gefällt mir das. So, gucken wir mal eben bei den Gästen rein. Was haben die hier schon wieder? Hätte ich einen Schirm mitgenommen? Bla bla. Ja, kennen wir ja schon. So, wir waren das letzte Mal dabei und haben diesen schmucken Unterstand gebaut. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt direkt rein und ja. Jetzt stellen wir hier noch ein paar schicke Tuschchen hin und dann. Was nehmen wir denn da? Die? Ja, ich glaube, die passen ganz gut zu der Holzoptik. So. Das Blöde ist halt bei den Tischen, die kann man halt nicht mit der mit X verschieben. Gibt es ja noch einen netten Schirmchen dazu? Da müssen wir mal eben hier einrasten. Jawohl. Ah, eigentlich. Nee, warte mal. Hier ist so ein Quatsch. Hier brauchen wir doch gar keinen. Juckt die Nase. Galapagos Riesen. Was ist bei euch? Stress. Was? Stress? Warum? Okay, Moment. Ich habe da eine Idee. Ich habe da letztens bei einem anderen YouTuber was gesehen. Ich will das jetzt auch mal ausprobieren. Warte mal, Einrichtungen. Das da. Ich habe mal gesehen, dass die Dinger hier das ganze Gehege wohl ab grenzen müssen. Ja, jetzt habe ich hier wieder die Dinge jetzt eingestellt. Versuchen wir das mal, ob das funktioniert. So, wir sind schief. So. Fangen wir einfach mal hier vorne an. So. So. Gehen wir hier erstmal einmal rundherum. Können die ja gleich immer noch ein Stück runterziehen, wenn die jetzt irgendwo rausgucken sollten. So, und jetzt hier in die Mitte noch. So. Jetzt ist das ganze Ding hier abgedeckt mit diesen. Mal gucken, wenn ich den jetzt hier noch in die Erde versenke. Jetzt hier noch irgendwo einer raus. Sieht eigentlich ganz da. Müh noch zurück. Gucken wir mal eben. So, mal gucken, ob die jetzt immer noch gestresst sind. Kann mal einer die Automaten da reparieren, bitte? Wie viele Schildkröten sind denn hier eigentlich drin? Wo ist denn hier der Jäger da? Wie viele Tiere da drin sind, will ich wissen. Hungrig. Tierpfleger rufen. So. Moment. Tiere. Was wartet jetzt hier nochmal für ein Tier? Galapagos. Ja gut, ich sitze jetzt genau davor, glaube ich, ne? Aber irgendwo muss die Kamera ja hin, also. So, Galapagos. Und nur im Gehege. Ups. So, wie?
Ich finde. Hey. Ja, reicht hier erstmal wieder, ne? Ganz schön viele Tiere hier in dem Gehege. Seid bei euch auch so viel hier los? Wie viele sind bei euch? Drei. Okay. Warum sind hier nur drei? Warte mal, das ist die Aldabra-Schildkröte. Haben wir zwei Weibchen? Kannst du eigentlich mit dem anderen? Dakarei. Ja, gut. Alles klar schon. Ach, guck mal, die sind nicht mehr gestresst. Die sind nicht mehr gestresst. Okay, dann beobachten wir das mal. Und wenn nicht, dann machen wir das bei den restlichen Tieren, die dann auch immer so gestresst sind auch. So. Ja, eigentlich. Jetzt hier noch einen Mülleimer platzieren. Achso, ja, hier, Mülleimer. Afrikanisch. Südamerikanisch. Ja, nehmen wir doch gleich den hier. So. Und hier. So. Damit haben wir unser Dingensbummens hier. Restaurant und Souvenirshop und was zum Sitzen und ein bisschen Bildung. Alles abgedeckt. Sehr schön. So. Warum habt ihr jetzt immer noch schlechte Laune? Warum habt ihr eigentlich die ganze Zeit schlechte Laune? Ausstattung ist toll, toll Ring, stecke fest. Ja, ja, ich stecke fest. So. Ihr seid alle hungrig und durstig. Ah ja. So. Okay, wir hatten. Jetzt müssen wir uns erstmal schnell um das Bison hier kümmern. Was hatten? Naja. Dass wir vielleicht jetzt mal gucken, dass wir hier hinten am Bisongehege mal ein bisschen weitermachen und den Baum hier erstmal woanders hinstellen. Vielleicht, hier irgendwo. Ja, wenn er da ein bisschen reinhängt, ist das nicht so schlimm, aber ich glaube, der hängt da nicht mal rein. Sehr schön. So, Jago wird bald erwachsen. Also machen wir uns, kümmern wir uns jetzt hier um das Gelände. Ruhig Stücke. Licht bitte. Danke. Jaguare sind erwachsen. Warum kann ich dich noch nicht freilassen? Hallo? Okay, wollte gerade sagen, warum kann ich euch nicht freilassen? Kurios, kurios, manchmal. Hier ist schon wieder ein Verkaufsautomat ausgefallen und da ist einer ausgefallen. Oh Mann, oh Mann. So. Weiter geht's im Text. Wo ist hier nochmal die Geländegrenze? Da. Okay, da könnten wir ja. Ich hab mir auch schon. Es ist ja, steht ja bald die 100. Folge an, Planet Zoo. Und da habe ich mir auch schon was ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe ja noch so den einen oder anderen Zoo, den ich ja so, ich sag mal, spiele, wenn ich jetzt nicht gerade hier in dem YouTube mache. Also für euch so nette Videos. Dann spiele ich den. Oder den anderen.
momentan eher eigentlich so einen einzelnen anderen, wo ich so richtig mich rauslasse. Also, ja, also ich lasse mich hier auch richtig aus, aber da habe ich nochmal so eine andere Ebene, sage ich mal halt, ne? So, keine Ahnung, ich probiere da gerade viel aus mit nicht so den typischen Gehegen, sondern eher mal was, was man noch nicht so häufig gesehen hat. Mann, das reicht mir jetzt hier. Ich brauche hier ein bisschen Fläche hier. So. So. Sollte erstmal reichen. Mal gucken, wie wir das mit dem Weg da machen. Acht haben wir den immer, ne? Ich muss mal dieses gebogene Gefälle hier ausmachen. Das nervt gerade ein bisschen. So. Na, das gefällt mir ja schon mal ganz gut. So, Gelände. Darf ruhig gerne hier alles voll. So. Dann rauben wir das hier noch ein bisschen auf. Ich bin irgendwie immer geneigt, ein Wasserelement mit einzubauen, ne? Machen wir hier mal ein bisschen niedriger und ein bisschen kleiner und ziehen hier mal noch ein Stück hoch. Wie kriegen wir denn jetzt hier Wasser rein? So. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Dann ziehen wir hier mal noch ein bisschen was raus. Das rauben wir gleich noch mal ein bisschen auf. Würde ich hier gerne ja, müssen wir den da hinten ein bisschen verlängern. So. Jetzt mal hier mal noch ein bisschen mehr Gelände. Machen wir so ein Wasser und dann machen wir dahinter so eine Höhle. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Wenn wir das jetzt hier ups. So. Thank you.
So. Ich glaube aber, das kann ruhig noch ein Ticken hier rüber. Ich glaube, so kann das reichen. Wie sieht's aus? Das war irgendwo durch? Nee, ne? Mal jetzt vielleicht noch ein bisschen aufrauen. So, wie weit kommen wir hier eigentlich mit dem Wasser? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Dann machen wir Folgendes. So. Mache ich hier so einen Backoffice-Bereich. Ich glaube, ich knüpfe sogar hier unten an. Aber ich nehme jetzt, glaube ich, mal lieber mal so eine Wege. Ja, ich brauche aber keinen. Okay, das macht keinen großen Unterschied, ob ich jetzt die Wege nehme. Weil irgendwie schwebt das hier ein bisschen. Kann mal einer den Transformator hier reparieren? So, was nehme ich denn hier für Wege? Ach komm, lass uns den jetzt hier nehmen und dann ist gut. So. So. Hoch, hoch, hoch. Okay, wir müssen eins vorher hoch. Müssen wir jetzt noch eins hoch. Na, geht doch. Geht doch, sagt er, muss es jetzt trotzdem nochmal verschieben. Hier. Direkt hier am Gehege lang. Ey, mach doch. Warum geht so denn da nicht dran? Aber. So. Was ist denn da schon wieder los? Müssen wir vielleicht doch das hier mal nehmen? Das sieht irgendwie komisch aus. Oh, obwohl es geht eigentlich. Kann man denn hier oben nur den Übergang so machen? So, und wenn man jetzt hier noch das Geländer so ein bisschen... war das Gehege eher so. Hier so lang verlaufen lassen. Das war sozusagen. Hier so lang gehen.
vielleicht versuchen, so dicht wie möglich hier hinten rum. Sondern nur gucken, wie wir das mit dem Tor machen. Vielleicht müssen wir doch da vorne noch ein bisschen einschneiden. Das war hier. Das war bis dahin erstmal gehen. Und das war vielleicht hier doch so eine Schräge machen. So, Gelände. Dass man hier vielleicht so eine Tür hinsetzt. Und dann hier mit dem Naturweg, ja, wenn man die Tür noch richtig rum hinsetzen würde, wäre das auch noch super. Kann man die hier vielleicht nochmal bearbeiten? So, wenn man jetzt sozusagen hier mal den Zaun nimmt. Beispiel passt da kein Ding jetzt hin. Okay. Barrieren. So, Gelände. So. Müssten die ja eigentlich hochkommen. So. Aha. So. So, ich würde jetzt nur das hier noch ein bisschen anpassen. So. Und dann brauchen wir hier noch, bei dem Zaun brauchen wir auf jeden Fall klettersicher. So. Und hier müssen wir dann natürlich auch gucken, dass denn die Tiere da nicht rüberkraxeln. So, Jaguar, ist da irgendwas verkehrt? Ach, da war noch einer. Wahrscheinlich gesehen. So, was ist bei euch? Lautzungs ging, hat er bestimmt wieder zu viel. Bestimmt zu viel Tierchen drin. Blauzungens ging da. Was ist denn bei dir los? Die Gruppe ist zu groß und es ist dreckig. Tierpfleger ist unterwegs. So, das ist schon mal in Ordnung. Wo ist denn hier eigentlich mein Tierpfleger? Tierpfleger. Safari-Bereich? Habe ich hier nicht einen Arbeitsbereich für Safari-Mitte, Gebirgspass unten? Ja, das Gebirgspass unten. Habe ich da keinen einzelnen Tierpfleger eingestellt? Gebirgspass unten. Doch, da. Unterwegs in die Pause. Bei dir gibt es, ich gebe dir gleich mal Pause. Ich glaube es doch. Transformator und eine Wasseraufbereitung. So. Dahin.
So, muss ich mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall Einrichtung. Hier noch ein Wasserteil. Wie sieht's denn aus mit dem Strom? Ja, gerade so. Ihr könnt doch gleich wieder gehen. Ist doch alles in Ordnung. So, muss ich mal gucken. Was war hier vielleicht da? Taste klippt. Noch ein Ticken erweitern. Soll hier vielleicht noch was hinstellen können? Ja, immer, lass mal kurz Pause hier. Ich brauche eine kleine Tierpflegerhütte. Was haben wir denn hier hinten? Ah, die. Ja. So. Da ist ja auch einer. Habe ich hier einen Tierarzt? Warum habe ich so viele Tierärzte? Start rechts. Gehege anfangen. Start rechts. Das ist alles Startrecht. Dann brauche ich auf jeden Fall. Muss ich da denn auf jeden Fall ein neues Ding ins Bummens machen? So, Einrichtungen. Tierarztpraxis. Nehmen wir doch die hier. Und platzieren die doch einfach gleich hier drüben mit hin. So. Das ist doch schon mal. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was geschafft. Das müssen wir zwar noch ein bisschen vergrößern, dann hier. Aber dann machen wir auf jeden Fall das nächste Mal weiter. Ich bin ja schon. Hab heute leider viel im Pausenmodus gearbeitet. Das tut mir leid, aber manchmal da muss man das hier einfach machen und dann manchmal so die Tiere dazwischen funken. Dann kommt man manchmal einfach zu nichts. So. So viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Zello. Tschüss.